Was geht ab, Manosi, Fighter Oser hier und heute, wie gesagt, wie angekündigt, mit den Sino Goku und Sino Vegeta. Wir wollen nämlich, dass sie sich auf Runde, in Runde 2 fusionieren. Ich habe dann hier, ich habe mal meine Karten ein bisschen durchgeguckt. Ich wollte nämlich einen Charakter finden, der mir die entweder mein AI-Tempo senkt oder irgendwas mit AI-Tempo macht. Und dann wurde ich fündig, ich habe C17 gefunden. Er hat abgesehen davon auf Runde 2 eine TAA. Aber was mir wichtig war, ist das folgendermaßen. Seine Fähigkeit aktiviert sich automatisch. Zu Beginn des Kampfes werden Veränderungen des eigenen AE-Tempos aufgehoben und Betäubung wird verhindert. Da bin ich drauf gespannt, weil wir wollen ja auch mit der Fusion die Superdecks durchbekommen. Wie gesagt, ich ändere immer so am Setup ein, zwei Karten. Das letzte Mal hatten wir Gogeta Blue Fusion, diesmal haben wir Vierfachen Gogeta Fusion mit ins Spiel genommen. Und ich würde auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze funktioniert mit dem Setup. Oh, genau, das habe ich im Prinzip geändert. Deswegen würde ich sagen, wir legen mal sofort los. Genau, wir können einmal nach links. Und es gibt sicher auch... Oh, ich kann da gar nicht... Okay, ich habe es gar nicht geschafft. Naja, da kümmern wir mich irgendwann drum. Es gibt sicherlich andere Vorgehensweise oder andere Fähigkeiten mit AI-Tempos oder auch Zubehör. Ihr könnt mich gerne wissen lassen. Wenn ihr welche im Kopf habt, dann lasst mich mal bitte wissen. Das würde mich nämlich echt interessieren, denn ich konnte mir gerade nicht alle Karten durchsehen. Ich habe nur die ganze Zeit nach links gestrollt, bis einer kam, der irgendwas mit AI-Tempo hatte. Und das war dann C17 in dem Fall. Ah, die sind echt stark, sie besiegen sogar Kaba. Komm, geh raus und Leute formieren. Oh, in Ordnung, let's go, ciao. Haut rein, wir sehen uns gleich wieder. Ja, ja, wenn die zurückkommen. Oh, sind das echt wir? Es sieht fast so aus. Komm, Vegeta, sagen wir hallo. Lisa Karot, warte, was? Ey, warte, Karot. Oh mein Gott, jetzt ist es interessant. Blue gegen SSJ4. Hey Leute, ich bin Son Goku. Ich bin auch Son Goku. Jetzt schau dir das an. Das bin wirklich ich. Hey, könnt ihr mal ein bisschen vorsichtiger sein? Ach komm, Vegeta, das sind doch nur wir. Lol, die haben es direkt. Die haben sich direkt vereint. Wir haben so alle Freunde hier. Ihr seid echt unerträglich beide. Ich sehe schon, du hast ja alle Hände voll zu tun. Lol, endlich jemand, der mich versteht. Dass du nicht wieder Super Saiyan geweckt wurde. Ja, natürlich. Dann weißt du genau, was Sache ist, oder? Richtig, die perfekte Gelegenheit, um deine Grenzen zu testen. Ha, meine Worte. Schade, dass deine letzten waren. Aggressiv, das soll ich gerade sagen. Ich kenne. Hä? Jetzt ist gerade alles. Let's go. Sagen wir ihnen, was es heißt, ein Super Saiyan Blau zu sein. Jetzt packen wir, perfekt, jetzt packen wir Super Saiyan 4 Goku. Und wie geht das Zeno auf? Also passt doch perfekt in den Part rein, sehr schön. Ja gut, jetzt bin ich drauf gespannt. Wir haben jetzt keinen Supporter im Team, aber ist nicht schlimm, denke ich. Sicherlich nicht schlimm. Wir sind in zwei Runden, okay. Ich spiele auch auf die zweite Runde. Ich stelle... Oh, guck mal, wie geil die aussehen. Ich überlege mir gerade, ob ich die... Weißt du was? Ich stelle mal. Aber wenn ich dann betäubt werde. Nee, warte mal. C17 hat doch. Ich würde eigentlich wollte ich wie immer erstmal nur Ding rausstellen. Cell. Aber ich würde auch mal gerne gucken, was die beiden so drauf waren. Oder die drei im Prinzip. Jedoch merke ich gerade. Ich habe wieder wenig Ausdauer, weil einer von denen ein Zubehör trägt, was mein Angriff senkt. Das weiß ich noch. Soll ich das machen? Ja, nein. Soll ich es riskieren? Weißt du was, ich muss da nicht... Riskier's mal, oder? Komm. Warum nicht? Ich werde einfach mal sehen, was sie auch so machen. Nicht nur in der Zeitrunde. Betäuben nicht möglich, genau. Aber ich zwar glaube nur... Greifen zuerst an. Darf jetzt nicht betäubt werden. Schon aufpassen. Wer greift alles an? Alle, oder was? Ich glaube, da sind alle draußen, ja. Okay. Oh, ich hab... Okay, stopp, es könnte interessant werden. Ja, okay, angenehm mit dem AI-Tempo. Wobei, ah, C17 war da tatsächlich. Okay. Angenehm, ja, übel angenehm. Und da ist er erst schon betäubt. Ah, ja, hate my life, man. Oh man, aber es ist zum Glück nicht Zeno Goku oder Zeno Vegeta, weil die zwei wollte ich sehen. Schade, man, es ist. Ah. Guck mal, wir hatten drei Angriffe mit Hero-Charakteren. Knapp, ey, knapp. Oh mein Gott, unglaublich. Aber jetzt den Super. Das wollte ich eben sehen, mal ihr eigenen Superangriff. Vegeta, Doppelatomblitz. Was? Was? Okay. Das ist ja. Finaler Angriff von Majin Vegeta eigentlich. Okay, bin dabei. Bam. Okay. Guck mal, jetzt wird den Gogeta eigentlich doch mit angegriffen, aber nicht schlimm. Das sieht so geil aus, Warp-Kamera. Zehnfache Warp-Kamera.
Geil. Richtig geil. Und sitzen in super Stromschlag. Ah, okay, von, das ist ja MVP 17, macht Sinn. Sehr cool. Jetzt können wir uns aber fusionieren. Sehr schön, guck mal, das hat auch gut funktioniert. Außer, dass Rogita betäubt war, aber der ist jetzt wieder am Start. Jetzt die Fusion. Ah, ist bei Kampfmodul, genau, richtig. Hm, was machen wir? Ich will einfach mal zuerst angreifen. Ich denke, wir sollten das auf jeden Fall schaffen. Genau. Das mit der Item, aber auf jeden Fall schon viel, viel angenehmer. Seht ihr mit dem mit C17? Sehr schön, das gefällt mir. Ja, es gibt so viele Karten, man kann so viel machen, das ist insane. Ne, nicht Riesenmodus, aber Fusionsmodus. Jetzt! Oh mein Gott, seid ihr bereit? Dann haben wir Double Feel Favorita. Fusion! Yeah, Zeno. Super Saiyan Figurita Zeno. Oh, was macht der Gegner jetzt? Oh mein Gott, nein! Nein, hör auf, Kakarot! Junge, das bringt dir auch nichts. Komm ran. Korrekt, jetzt bin ich doch gespannt. Jetzt bin ich doch gespannt. Da sind nur Greta. Der sieht cool aus, finde ich. Dunkle Klamotten. Sieht nicht schlecht aus. Oh. Oh. Ah, der war irgendwie. Ich dachte. Nein! Was? Nicht gut. Greifen zuerst an. Verdammt, wie wenig. Wie wenig Kraftstufe ich hatte. Ja, das ist halt, weil die meisten Charaktere keinen Ausdauer mehr haben. Verdammt nochmal, ey. Sehr gut, wichtig, 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 wichtig. Ich will nämlich sehen, wie die ulten gleich. Nein! Sinogueta betäubt. GG. Wieso greifen die den die ganze Zeit an? Die machen sogar übel viel Schaden, ich hasse es. Ja, GG! Da haben wir Greta fusioniert und dann... Oh, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ja, Gott, keine Ahnung. Oh mein Gott, regt mich das gerade auf. Ja, wow, geil. Ja, ja, wie geht da, komm. Ey, regt mich das auf, ohne Spaß, gar keinen Bock mehr. Kein Sinn. Ja, sie super, komm ran, was ist denn da los, ey, ganz ehrlich. Wir sind die Siegkämpfer, ja, ja, bla, bla, bla. Ah, mal die Klappe bitte, kein Bock. Ja, wieder total unnötig, um ehrlich zu sein, ey. Schieb Cell raus und gut ist, ey. Der soll das erste Runde alles tanken, gib mir meine Boost und dann rase ich die. In der zweiten Runde, ey. Keine Lust immer so ist. Ah, mein, yeah. Oh Mann, ja, ja, komm. Hier, kümmere dich um Cell, viel Spaß mit Cell. Ohne Spaß, ey, keine Ahnung. Oh Mann, ey. Keiner weiß echt. So. Egal, passiert, passiert. Nicht schlimm. Aber ja, zumindest haben wir ja gesehen. Ja, zum Glück haben wir gesehen, was ihre Super-Decks aussehen. Sagen wir mal so. Aber ja, was soll's. Jetzt will ich ja... Ah, ich wollte mit einer Fusion die Super-Decks sehen. Ganz ehrlich, alles andere war mir eigentlich egal. Jetzt muss halt diesen Kampf nochmal machen. Schon. Lol, wir sind schon Runde 2, so aggressiv war ich. Habe keiner weiß. Einfach die ganze Zeit A-Button gesmashed. Jetzt aber die Sache, Runde 2, Runde 2. Ja, ja, aber ich habe ja keine CAs und sowas. Schaffe ich Runde 2 trotzdem. Hm.
Krisenmodus wollen wir nicht, die Fusion will ich aber. Das auf jeden Fall. Nice. Oh, what did jetzt kommt. Oh, stimmt. Ja, sie sieht ihn. Immer so viel Show für so viel Käse. Jetzt bin ich gespannt, ob ich zuerst angreife. Ich so. Wieso ist Serb so am Arsch? Ey, das gibt's doch nicht. Wieso habe ich schon wieder so wenig? 18.200. Ich habe in den Team-Setups zuvor mit dem Berserk Goku, da habe ich irgendein Zubehör oder so, was mir gut. Was soll ich da rausstellen? Was mir gut Ding gibt, da bin ich mir ganz sicher. Ah, jetzt habe ich einen Boost. Hier, guck mal. 20.000, okay. Ich dachte schon, ja, nein, okay, das lag auch noch an meinem Zubehör. Aber. Verdammt, das gibt's doch nicht. Okay, ich habe aber gut Ausdauer. Ich muss jetzt die Kämpfe gewinnen. Ich darf wenig Schaden verlieren. Nur der Berserker hat mich zufrieden. Na, ja, ich habe nicht so gut Ausdauer, wie ich dachte. Was ist da los? Wo ist meine Ausdauer? Ich habe die doch gar nicht benutzt. Ah, der hat mich, glaube ich, anvisiert mit irgendwas vorne. Nein! Nee! Nee, komm! Hör mir auf, bitte! Das war so knapp! Ist Xenogoku betäubt! Xenogueta betäubt! Ah, hält mal live, man! Ich will doch einmal nur seine Superattacks sehen, was ist da los? Nee, bitte! Weiß halt legit nicht mal, welche betäubt ist. Unglaublich, ey. Guck mal, keiner weiß. Ich meine, ich find's ja gut, dass. Also, es ist geil, dass sie jetzt schwerer wurden, aber ich bitte, ich will doch einfach nur seine Super-Deck zeigen und dann war's das auch, mehr oder weniger. Und nicht, dass ich hier mal Berserker Goku wieder auspacken muss und dann ist. Dann bist du seit der E-Rip. Ey, kann ich auch mal die Kämpfe gewinnen? Verliere ich jetzt wieder, oder was? Bitte sag nein. Ich verliere wieder, das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Ja, alles klar, ey, alles klar. Oh mein Gott, regt das mich gerade auf. Oh Mann, ganz ehrlich. So, Freunde, nach den zwei Niederlagen, naja, mir egal. Ich setze alles auf Runde 1 jetzt. Das Problem ist jedoch, ich muss die AE-Kämpfe gewinnen. Ihr merkt, ich habe das Team umgestellt. Das sind nur Eskalierungscharaktere für Runde 1. Sowohl mein Zubehör, sowohl mein... Herzcharaktere, die sind einfach nur Runde 1 und die eskalieren. Ich werde auch sicherlich 10 Heldenenergie haben. Ich werde viel Kraftschub haben, wegen dem Support, den ich mitgenommen habe. Aber jetzt, wo ich mir das Ganze überlege, ich bin eigentlich, glaube ich, ein Risiko eingegangen. Ich hätte vielleicht einfach nur den Supporter mit in das Berserker Goku Team mitnehmen sollen, weil der gibt 15.000 Kraftstufe und somit. Hätte ich dann sofort meinen Angriff ready für. Also, beziehungsweise somit hätte ich dann. Würde ich dann sofort zuerst angreifen in der Runde 2 mit dem Berserker Goku Team, weil ich dann mehr Kraftschub hätte. Ich glaube, das wäre eigentlich besser gewesen, um ehrlich zu sein. Weil ich musste die AI-Kämpfe gewinnen, auch wenn ich zu 17 da habe. Boah, nee. Verdammt, wäre ich auch Zubehör mitnehmen sollen, was die vom Gegner erhöht. Ah. Komm schon, ich muss die Eilkämpfe gewinnen, bitte. Zehn Heldenenergie soll ich auf jeden Fall haben. Ihr seht das, überall Heldenenergie-Boost, Kraft-Boost. 10 Heldenenergie, die Eilkämpfe muss ich gewinnen, let's go. Sharingan. Bitte. Erstes gewonnen, okay. Jetzt bin ich gespannt. Was? Jetzt sollte alles eskalieren. Ich will da jetzt richtig schön Schaden sehen. Richtig schön in Goku. Nochmal, okay, ich bin dabei. Okay, let's go, Goku. Ui, Goku. Komm mit sie. Nicht, dass sie von meinen Fäusten umfliegt, Leute. SGG, die sind weg. Perfekt. Oh mein Gott.
Orida. Ja, raus mit euch, ganz ehrlich. Zweimal gegen mich verloren, gegen so eine läppische Taktik. Lass mir nicht bieten. Ich hätte auch, wie gesagt, hätte ich diesen Supporter mitgenommen, den ich gerade habe, für mein Berserker-Gruppe-Team auf Runde 2, dann hätte ich in Runde 2 zuerst angegriffen, dann würde auch meine CA durchkommen, hätte ich auch gewonnen. Aber sehr schön, das ist halt die Sache, ne? Ich meine, im Nachhinein wird man dann erst schlau und kann dann das Team anpassen. Gut, dass es geklappt hat, Gott sei Dank. So, Gott sei Dank, ey, das war schon ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Aber nachdem man dann quasi merkt, okay, was man machen muss, wie gesagt, entweder Runde 1, Gott sei Dank habe ich das geschafft, oder dann mit dem Supporter, dass ich halt auch in Runde 2 auf jeden Fall angreife. Unglaublich, es war schon ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein. Aber gehört dazu, ich meine, ich will mich nicht beklagen, wirklich. Ich finde es gut, wenn ein Spiel schwierig ist oder an Schwierigkeit zunimmt. Das macht ein Game aus, sag ich mal. Man soll ja auch nicht nur hier, man soll auch ein bisschen was machen, sag ich mal, ne, beim Zocken. Ein bisschen was dazu lernen. Puh, ihr seid gut, euer Training zahlt sich aus. Verdammt, soll ich jetzt stolz oder so auf mich sein? Was machen die da? Wie können sie gegen sich selbst verlieren? Wir müssen den Spieß umdrehen. Hey, Kaioshin, gib ihnen die Potara. Oh! Was? 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 Oh mein Gott. Einfach Vegetto. Vegetto Blue, oh mein Gott. Ja, die müsste jetzt in vielfachen Xenogreater gehen, oder? Was sagst du denn? Ich find's cool, es wird zugelassen. Fertig, genau das. Geil, jetzt ist interessant. Jetzt bin ich drauf gespannt, wie es jetzt weitergeht hier an der Stelle. Die haben einfach fusioniert. Keiner weiß. Okay. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich sag dazu nicht nein. Let's go. Ob der Kampf jetzt auch so schwer wird, ich denke ja. Was? Okay, ich muss mir überlegen, wie ich jetzt hier vorgehe, um echt zu sein. Let's go. Ich weiß es nicht. Ich weiß das legit nicht. Ich glaube, ich wollte eigentlich auch. Eigentlich wollte ich vielfach an Gogeta seine Super Attack zeigen, aber ich komme einfach nicht dazu. Und doch, ich versuche nochmal mit dem Super Saiyan für Gogeta Team. Wenn ich in Runde 2 mehr Kraftstufe habe. Ah, die fusionieren jetzt einfach auch. Zu Kevlar. Dann greife ich ja zuerst an, das soll hoffentlich funktionieren. Oh mein Gott, was geht hier ab? Ohne Spaß, Fusionsparty. Let's go! Ah, okay, doch nicht, ich hatte keinen Bock. Ja, aber ich will euch fusioniert haben sehen und eure Super Attack sehen, Mann. Was ist da los? Let's go. Was machen die eigentlich? Genau das. Die sehen so cool aus. Die sehen so cool aus. Komm ran. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich mit dem Team durchkomme oder nicht. Möchte sein. Weil ich bin mir sicher, die werden die ganze Zeit super Angriff starten. Die haben auch sehr viel Leben. Oh mein Gott. Wenn die in Runde 2 zuerst angreifen, ist RIP. Was ist halt das? Aber ich weiß nicht mal, ob ich in Runde 2 so viel Schaden mache überhaupt. Dass ich dann quasi. Dass ich über was zu melden habe. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich muss beobachten, wie die jetzt kämpfen. Vielleicht muss er das Deck dann wieder umstellen. Aber nicht schlimm. Jetzt ziehen wir erstmal den Köder raus. 16, aha. Bin gespannt. Kevlar ist auch noch am Start. Chiren, auch. Schauen wir mal. Genau hier, ja. Wie schnell, keine Ahnung. Alles klar, ich freue mich drauf. Ich freue mich gleich richtig drauf. Nice. So. Apropos Vegeta Blau. Vegeta Blue Karte? Doch, diesen Kaioken Vegeta Blue gibt es, ne? Aber es gibt auch sicher eine Fusion. Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wir verlieren wieder, um echt zu sein.
Was nehme ich hier? Ich will eigentlich zuerst angreifen, um ehrlich zu sein. Aber ob das reicht für die Kraftstufe, weiß ich nicht. So. Jetzt The Legend of Fusion. Ob wir dann die Super Attack sehen? Oh mein Gott, da müssen die Finger ziemlich ruhig sein gleich. Aber ja, schauen wir mal. Wie viel habe ich denn nicht gekauft? 24.100, komm schon, bitte lass mich zuerst angreifen. 28.000, sehr schön, komm, lass mich zuerst angreifen. Gut, das ist schon mal gut, aber ich habe halt keine CA, ich muss halt die Aufladungseinschläge jetzt gewinnen. Okay, 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 okay. Ich wünsche mir Glück, Freunde. Ich will einfach nur Gogetas. Oh nein, gegen Vegeto. Gogetas Super Attack sehen. Knapp, ey. Ich hasse mich. Egal. Atomkamehameha? Was? Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, Buchan haben wir auch gemacht. Geil, geil. Siehst du, wenn das durchkommt? Ja, perfekt, Mann. Ohne Spaß, Gott sei Dank. Sehr schön. K.O. und raus mit euch. Alles klar, Freunde. Da hätten wir diesen Kampf auch gewonnen an der Stelle. Das ist also wahre Kraft. Ja, ich steh's. Ja, und wieder ein Sieg für uns. Let's go. Dann würde ich sagen, machen wir langsam Schluss für den Part. Es kommt eine Story-Sequenz gleich wieder. Ich weiß nämlich, ich bin eigentlich schon sehr lange dran. Ich habe gerade nicht den Überblick, wie lange ich eigentlich so jetzt Aufnahmematerial habe, weil wie viele davon sehen werdet. Oh lol. Weil ich ein bisschen Zeit mit dem Team erstellen verbraucht habe. Aber ich würde sagen, wir machen hier vorerst mal Schluss. Dann bedanke ich auf jeden Fall fürs Wow, Views, okay. Oh mein Gott! Und das nächste Mal sehen wir uns gegen Ui Goku und Eo Vegeta. Also macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man.